Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Pattaya, Thailand. Ja, ich bin heute mit euch mal auf dem Soibur Cow Market unterwegs und erkläre euch mal die Situation bzw. meine Situation im Moment, die da wäre, dass es mir noch nicht wirklich besser geht. Ja, und ich möchte mich natürlich erstmal entschuldigen, dass ich 3 Tage jetzt keine Videos hochgeladen habe, aber das ist mir nicht möglich. Was mir viel mehr am Herzen liegt, ist, dass ich die Kommentare alle nicht beantwortet habe. Aber auch das kann ich nicht, weil ich momentan noch nicht wieder vom Rechner sitzen kann. Mein Kreuz ist zwar besser, aber noch nicht komplett weg, das da irgendwie. Und auch Motorradfahren funktioniert sowieso nicht. Aber was noch viel schlimmer ist, ich habe seit 3 Tagen, es fing an mit Halsschmerzen, dann fing der Schnupfen auch noch an irgendwann nachmittags. Ja, und dann abends, als ich dann ins Bett wollte, dann kriegte ich hier Hustenanfälle. Und das Ganze jetzt seit 3 Tagen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine normale Erkältung war oder ist, oder ob ich mich mit dem hohen Fee angesteckt habe irgendwo hier. Ich habe keine Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Fieber habe ich auf jeden Fall keines, aber ich fühle mich wie ausgebrochen. Ausgekotzt darf ich ja nicht sagen, weil Kotzen machen ja Pferde wahrscheinlich nur. Gut, ja, wollte ich euch noch mitteilen, also sobald es mir wieder besser gehen sollte und ich wieder voll da bin, dann gibt es auch wieder Videos und es werden auch die Kommentare natürlich dann wieder bearbeitet und auch ja, beantwortet, so muss ich sagen. Momentan, der Husten wird besser. Ich habe Mucosulfan mir reingepfiffen hier, seit 3 Tagen schon und auch Antibiotik. Ja, wie gesagt, ich fühle mich noch ein bisschen maddelig. Ich habe heute mal versucht, da über den Markt zu gehen und ein bisschen in den Soibur Cow rumzukrabbeln. Aber halben Weg da, ich war schon wieder tot und habe erstmal gleich den Rückweg angebrochen. Nee, wie heißt denn das jetzt? Ihr seht, ich bin noch im Delirium. Das mag an den Pillen liegen. Ich weiß es nicht. Ja, und dann habe ich dann noch eine Sache, das ist aber jetzt nicht Gepöbel oder sowas. Ich hatte da jemanden, der wollte meine E-Mail-Adresse haben. Eigentlich ein ganz netter so vom Ding her. Am Anfang. Husky, falls du das jetzt hören solltest. Da war jetzt nichts böse gemeint, wenn ich dir geschrieben habe, die steht doch überall. Aber wie gesagt, ich liege seit 3 Tagen im Bett und wenn ich dann mal so eine E-Mail da oder eine Message vom Handy aus beantworte, dann kannst du schon froh sein. Ja, und ihr müsst das schon, wenn ihr mich per E-Mail mal kontaktieren wollt, die müsst ihr euch schon selber da raussuchen. Ja, die ist ja nicht wirklich versteckt. Die guckt man unter Kanalinfo einmal und einmal bei PayPal, wenn man das, oder im Video steht immer PayPal-Link, wo ihr das Geld hinüberweisen könnt, wenn ihr mal eine Spende machen wollt. Auch diese E-Mail-Adresse ist gültig. Damit gehe ich auch ran. So. Aber wie gesagt, E-Mail-Adressen auch nur, wenn irgendwas wirklich Privates ist. Ja, also wenn ihr mit mir ein Date machen wollt, privates Date, solltet ihr weiblich sein, wohlgemerkt. Dann bin ich da natürlich gerne bereit. Oder wenn ihr vielleicht irgendwie nicht wisst, welchen Doktor ihr aufrufen oder anlaufen sollt, wenn ihr dann vielleicht eine Geschlechtskrankheit habt. Das sollte man natürlich nicht in den Kommentaren vielleicht veröffentlichen. Ja, aber ansonsten, die E-Mail-Adresse ist ja frei sichtbar. So, dafür einen Daumen nach unten zu geben und den Kanal zu verlassen, das ist eigentlich Quatsch. Ja, vor allen Dingen wollte er auch noch mit mir über PayPal kommunizieren. Darum hat er da $3 oder $5 überwiesen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er was überwiesen hatte. Nachher habe ich es gesehen, ja. Aber da kam ja auch nur 3 Euro irgendwas an. So, aber man kann mit PayPal nicht kommunizieren. Das ist eine reine Geldversandbank. Ja, das ist kein Chat-Ding. Das sollte eigentlich jeder wissen. So, und mich dafür zu bestrafen, dass man selber vielleicht keine Ahnung hat. Also wir haben ja YouTube, da kann man sich das alles selber beibringen. Ja, ich habe auch viele Sachen, die ich nicht weiß. Ich bin ja nur auch nicht Jesus, der über Wasser gehen kann und sowas. Ich bin auch nicht allwissend. So, aber wenn ich irgendwas nicht weiß, dann mache ich mein YouTube an und suche danach. Und
dann werde ich mit Sicherheit auch fündig, wenn ich sage, wo steht die E-Mail-Adresse bei YouTube, bei den YouTubern. So, dann wird man das finden. Ja, und wenn da keine steht, dann will derjenige vielleicht nicht, dass man ihn per E-Mail kontaktiert. So, aber deshalb dafür irgendwie da so einen Alarm machen, weiß ich nicht, ob das so alles so gut ist. Okay, das war für dich, Husky. Ja, ansonsten, ich gehe jetzt noch die Solbokar ein bisschen runter und drehe dann um und mache das Video dann aus. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, aber was, ich kann da eh nichts machen. So, und sobald ich wieder auf Vordermann bin, dann wird es da wieder irgendwelche neuen Sachen geben. Und ja, wir gucken mal. Okay, in diesem Sinne, ich lasse das Video jetzt irgendwie auslaufen da hinten. Wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dem Kanal treu bleibt, auch wenn ich mal kein Video hochlade. Ja, nicht den Daumen vergessen. Ihr wisst ja, die Daumen sind sehr wichtig. Auch wenn es heute mal ein, ja, rein informatives Video ist zu meinem Gesundheitszustand. Ich wollte aber auch nicht wieder aus dem Raum herausfilmen. Das ist für euch ja nur ganz langweilig. Darum halt ein bisschen Markt und Solbokar. Besser als gar nichts, sage ich mal. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Und ja, Tschüssikowski, euer Tom. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.